Moin Leute, Alex hier und im heutigen Video will ich dir klar machen, warum die Ernährung nicht ansatzweise so wichtig ist, wenn du abnehmen möchtest oder allgemein, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Auch wenn du das bisher immer denkst, dich darauf sehr viel fokussiert hast oder dir das auf Social Media oder von anderen Trainern immer wieder gesagt wurde. Und ja, ich weiß, zum Abnehmen braucht man in der Theorie ein Kaloriendefizit. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich dich jetzt mal frage, du weißt doch, wie du dich ernähren sollst, damit du abnimmst, damit du Kalorien sparst. Weniger Fertiggerichte, weniger Zucker, mehr selber kochen, ein bisschen weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine, mehr Wasser trinken. Wenn es also um das Wissen geht, weiß doch jeder von euch, was man machen sollte, um mit der Ernährung abzunehmen. Und genau deswegen solltet ihr diesen Part, den ihr alle eigentlich wisst, nicht so fokussieren, sondern das, was spielentscheidend ist, ist, warum kriegt ihr die Ernährung, das besser Essen, selber kochen etc., warum kriegt ihr das nicht umgesetzt? Und genau darum geht es in dem heutigen Video. Wir gehen auf 5 Sachen drauf ein, die dir dabei helfen werden, ohne dass wir viel über die Ernährung an sich reden, dass du aber automatisch die Sachen, die du weißt, besser umsetzen kannst und dann auch wirklich abnehmen kannst. Wenn du also immer gehört hast, Ernährung macht 70% aus, Ernährung ist das Spielentscheidende, du brauchst gar kein Training machen oder ähnliches, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, dir das ganze Video anschauen. Lass gern schon mal ein Like da, wenn du jetzt schon mal gespannt bist auf die andere Perspektive, die ich dir heute mal mitgebe, und abonniere auf jeden Fall schon mal den YouTube-Kanal. Punkt Nummer 1 ist ein besseres Fitnesslevel. Denn was machst du nach einem Alltag, wo du dann Rückenschmerzen hast, den ganzen Tag gesessen hast, du hast vielleicht hier und da ein Zwicken, ein Ziehen, bist nicht fit, wenn du die Treppen hochgehst, also bist überhaupt nicht alltagsfit. Was machst du dann nach einem langen Arbeitstag? Bestimmt nicht motiviert, noch in den Supermarkt rennen, paar Sachen einkaufen, selber kochen, dich in die Küche hinstellen etc. Stell dir mal vor, du hast ein sehr gutes Fitnesslevel. Dann kommst du auch mal weniger Schlaf aus, bist trotzdem morgens, wenn der Wecker klingelt, motivierter, weil du körperlich fitter bist, direkt aufzustehen, in die Küche zu gehen, dir selber ein Frühstück zu machen, weil du nicht sagst, oh, ich bin so platt, körperlich kaum geschlafen, hat nicht gereicht, die Regeneration, die Erholung von den letzten Arbeitstagen. Und dann gehst du zum Bäcker, holst dir vom Bäcker was auf dem Weg zur Arbeit und haust dir auch wieder da mehr Kalorien rein und die schlechteren Kalorien. Wenn du körperlich fitter bist, wirst du genauso nach der Arbeit an einem freien Tag oder auch allgemein in deiner Freizeit motivierter sein, mal extra spazieren zu gehen. Motivierter zu sein, mal mehr Routinen zu fokussieren, wo du dich mehr bewegst, wo du dann auch wieder Kalorien verbrennst. Und deswegen ist sowieso der Punkt, nur abnehmen fokussieren durch die Ernährung, Sport weglassen, ohne Sport abnehmen, ist voll fahrlässig. Denn am Ende des Tages geht es doch darum, eine langfristige Lösung zu finden. Und wenn du dir Routinen beibringst durch mehr Spaziergänge, durch die Treppen zu nehmen, gut, ich zeige hier gerade auf eine Treppe, anstatt einen Fahrstuhl, dann wirst du dadurch automatisch mehr Kalorien jeden Tag verbrennen. Und wie gesagt, wenn du halt fitter bist, fallen dir solche Sachen leichter. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jeder von euch das kennt, denn wenn man körperlich nicht fit ist, Schmerzen hat, dann hat man keinen Bock, sich nach dem Alltag in einem freien Tag sich zu bewegen. Dann will man an einem freien Tag lieber die Füße hochlegen, auf dem Sofa chillen, Fernsehen gucken, Film gucken und nichts machen. Deswegen Punkt Nummer 1, wenn du abnehmen möchtest, fokussiere, dass du fitter wirst, dass du dein Fitnesslevel verbesserst, weil dann kannst du auch die Ernährung, was du eh weißt, viel einfacher umsetzen, weil du mehr Energie hast, keine Beschwerden hast, die dich runterziehen, mit weniger Schlaf besser auskommst, besser regenerierst mit auch weniger Schlaf und all diese Faktoren. Deswegen ist dieser Punkt viel, viel wichtiger als die Ernährung an sich. Punkt Nummer 2 geht ein bisschen mit dem Punkt Nummer 1 überein. Thema Regeneration. Stell dir mal vor, du hast eine viel bessere Regeneration. Du machst mehr für deine Regeneration. Du regenerierst besser, schneller. Das habe ich eben schon mit dem Schlaf reingeworfen. Stell dir mal vor, du kommst mit 5-6 Stunden besser oder Schlaf viel besser aus als mit 7 oder 8, was nicht heißt, dass es gut oder gesund ist, immer relativ wenig zu schlafen. Aber jeder kennt das doch auch. Man hat mal 1-2 Nächte, wo man sehr wenig schläft, lange gearbeitet, bisschen Stress im Alltag und dann hauen einen diese wenigen Schlafstunden richtig raus. Klar, weil es vielleicht extrem lange dauert, bis du einschläfst, weil du vielleicht abends Netflix zu lange am Handy bist oder sonst was, was ich dir gar nicht verbieten möchte oder streichen möchte. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst ein bisschen früher ins Bett, kannst deshalb auch besser einschlafen, packst vielleicht mal abends eine Stunde dein Handy oder eine Stunde vom Schlafen gehen dein Handy in den Flugmodus, kannst deshalb vom Kopf besser abschalten. Dann schläfst du schneller ein, hast einen tieferen Schlaf und dann wachst du morgens auf mit weniger Stunden Schlaf und bist vielleicht fitter, besser regeneriert. Auch dann kannst du die ganzen Sachen, wie mit Punkt 1, wenn du fitter bist, viel besser umsetzen, dich besser ernähren. Und das ist auch der zweite extrem wichtige Faktor, der dir beim Abnehmen viel, viel mehr hilft als die Ernährung an sich.
So, und der Schlaf ist ja nur die passive Regeneration. Du kannst ja auch noch aktiv eine ganze Menge für die Regeneration machen, damit dein Körper schneller und besser regeneriert und somit auch mehr leistungsfähig ist. Du kannst Massagen immer mal wieder machen. Du kannst mit den Faszienrollen deine ganzen Muskeln, die meistens verklebt, verspannt sind, ein bisschen lockern. Alleine, was sich da an deiner Körperhaltung, an deinem Körpergefühl, an deinen Verspannungen, Gesundheitslevel da optimieren wird. Wenn du in diese Richtung ein bisschen mehr machst, der ganze Alltag wird dir auch dann viel, viel leichter fallen. Vor allem auch, dass du dich dann auf das Abnehmen wirklich, auf dieses Abnehmen, was dir, wie gesagt, ich sag's jetzt noch einmal, gar nicht so schwer ist, wirklich mehr fokussieren und es umsetzen kannst. Das, was wir gerade besprochen haben, ist nur die körperliche Regeneration. Mentale Regeneration ist genauso wichtig und meist ist noch viel wichtiger, auch als die Ernährung an sich, wenn es um das Abnehmen geht. Denn jeder von euch hat schon mal gehört, ich kann nicht abnehmen oder man kann nicht abnehmen, weil das Stresslevel, das Cortisol im Körper zu hoch ist. Und wenn du aber gar nichts dafür machst, vom Kopf mal abzuschalten, mal einen Tag die Woche vielleicht frei zu machen, wo du dir keine Termine einträgst, Thema Struktur, ich könnte diesen Punkt extrem ausweiten, damit das Abnehmen dann am Ende des Tages auch leichter fällt. Aber das mal kurz angeschnitten, wenn du deine Alltagsstruktur so anpasst, dass du dir mal mehr Regeneration auch vom Kopf gibst, dafür auch Sachen planst, vielleicht mal zu Sachen Nein sagst im Alltag, dann wird dein Stresslevel senken, du wirst vom Kopf viel entspannter sein und zum einen halt, wie gesagt, niedrigeres Cortisol im Körper haben, dadurch besser abnehmen können, aber du wirst auch mehr Energie haben und Power und Lust, extra dich nochmal in die Küche zu stellen und was Gesünderes zu kochen. Punkt Nummer 3 habe ich dir eben, weil sich die Punkte alle ein bisschen mehr oder weniger überschneiden, schon genannt, das Stresslevel. Wenn du immer von morgens bis abends volle To-Do-Listen hast und das immer nur abarbeitest oder auch wenn es Termine in deinen Kalendern auch immer ein To-Do nach der anderen ist, wo bleibt denn da die Zeit, die Ernährung umzusetzen? Da geht es also gar nicht mehr darum, Ernährung ist das Wichtigste, überhaupt nicht, sondern das ist auch das beste Beispiel, dein Stresslevel zu senken und dir Zeit und Räume zu schaffen für eine gesunde, bessere, kalorienärmere Ernährung. Also Fazit von diesen 3 Punkten ist, wenn man in der Theorie unterwegs ist, ja, dann ist das Kaloriendefizit zum Abnehmen der spielentscheidende und wichtige Faktor. Wenn man aber schaut in der Praxis, mal in euren Alltag, ihr selber bei euch in den Alltag mal guckt, sind das ganz andere Punkte, die spielentscheidend sind, damit ihr euch besser ernähren könnt und dann das Theoretische mit dem Kaloriendefizit zum Abnehmen, was ihr auch braucht, dann auch wirklich umsetzen könnt. Und wie dir vielleicht aufgefallen ist, fehlen hier Punkt 4 und Punkt 5. Diese beiden Punkte sind sehr wichtig, gibt es aber erst in einem nächsten YouTube-Video, wenn ich 100 Kommentare von euch in den Kommentaren sehe. Egal was, ihr könnt ein Smiley, ihr könnt es auch einem Freund oder einer Freundin schicken, um schneller diese 100 Kommentare vollzukriegen. Wenn ihr diese 3 Punkte bisher geholfen haben oder diese andere Sicht, die andere Perspektive auf das Thema abnehmen, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen, so kriegen wir auch schneller die 100 Kommentare voll und abonniere auf jeden Fall den YouTube-Kanal, damit du den Teil 2, die nächsten 2 wichtigen Tipps nicht verpasst.